Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure. Ja, nach 3 Wochen Pause geht es jetzt endlich mal wieder weiter mit Trinson, der die Welt retten muss, also seine Welt. Und ja, ich kann endlich weiterspielen. Ihr habt endlich wieder neue Videos, zumindest wenn ich das hier hochgeladen habe. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Ich fange ja gerade erst wieder an hier zu spielen. Und ich habe so Lust darauf. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, was ich jetzt machen muss, weil es jetzt schon so lange her ist. Aber, genau, ich glaube, ich muss die Gitarre holen. Aber ich habe in den 3 Wochen, habe ich mir gedacht, boah, du willst jetzt unbedingt ein Video machen. Aber da ich ja nur mein Laptop-Mikro zur Verfügung hatte, war das ein bisschen blöd. Deswegen, ja, mache ich jetzt weiter. Endlich, ja. Und wir sind hier immer noch auf der, lass mich nicht lügen, nein, nicht Jetpack, ich wollte, falsche Taste, H. So, ich wollte die Holomap. Wir sind auf der Insel Tippet. Und wir waren gerade im Café Twinson, oder keine Ahnung, wie das heißt. Ich vermute, dass es Café Twinson heißt. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Also Twin Sun, nach dem Planeten benannt, nicht nach Twin Sen, dem Protagonisten. Hast du noch einen Schlüssel für uns? Na, nö, schade. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Weil sonst gibt es hier auf der Insel eigentlich nichts, was von Interesse ist, irgendwie. Also zumindest erinnere ich mich jetzt nicht daran. Wir kommen aber sowieso später nochmal hier hin. Also falls mir noch irgendwas einfällt, dann werdet ihr das noch sehen. Gucken wir nochmal mit dem, was der Klon zu sagen hat. Ich glaube, mit dem habe ich auch schon geredet. Na, egal. Mit dem habe ich schon geredet. Gucken wir mal weiter. Hier unten war ich noch nicht drin. Hier geht es auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man da nur mit Schlüssel reinkam. Aber wir kriegen ja keinen mehr. Egal. Vielleicht ist in dem Fass noch einer. Ich glaube, das habe ich noch nie untersucht. Gucken wir mal nach. Hallo, nur ein Herz. Kann ich aber gebrauchen. Richtig, da war ja diese gewisse Schlägerei vor dem Café, die mich sehr viele Lebenspunkte gekostet hat. Na gut. Wo willst du hin? Wir fahren erstmal noch auf die Insel Brundle und gucken uns da ein wenig um. Und wenn wir das getan haben, fahren wir zurück zur Südhalbkugel, um da dann eben in die Wüste zu gehen, um die Gitarre zu holen. Oh ja, das werden wir tun. Aber erstmal gucken wir auf der Insel Brundle, was es da noch so gibt. Ich glaube, wir können da nicht viel machen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber, ja, wir werden es gleich sehen. Und natürlich fährt es mal wieder komplett um die ganze Insel herum. Aber das Boot fährt ein bisschen schneller als der Katamaran, das muss ich schon zugeben. So, nein, ich glaube, wir kamen hier wirklich nicht viel weiter. Willkommen auf der Insel Kunde. Genau, willkommen steht auf dem Schild, aber wir sind hier überhaupt nicht willkommen. Ich hänge fest. So, jetzt. Irgendwie hat sich Tünsten mit seiner Tunika in dem Schild verfangen oder so. Ich weiß es nicht. Herzen, Herzen, Herzen. Wollt ihr mir vielleicht noch mehr Herzen geben? Weil, bitte kein Geld. Geld kann ich nicht hier brauchen. Ach, ihr gebt mir. Na toll, die geben mir gar nichts. Doch, Geld. Ach, naja, was soll's. Geld regiert die Welt oder so. Woher kam das Herz? Cool, ich bin am Baum vorbeigegangen und da kam ein Herz raus. Schön. So, denn hier ist nämlich. Ja. Hallo. Wie geht es dir? Ja, und ratet mal, was passiert, wenn ich ihm meine Papiere zeige. Ich mach's mal. Ich bin nicht nah genug dran. Egal, jedenfalls ruft er dann Alarm und ich werde angegriffen und da habe ich keine Lust drauf jetzt, weil ich bin halt ein gesuchter Verbrecher. Und hier ist die. Was ist hier? Ich glaube, das ist die Festung. Also das ist entweder die Festung oder das Beamzentrum, was hier ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es ist. Ja, das müsste das Beamzentrum sein. Da kommen wir jetzt halt noch nicht rein. Da brauchen wir später eine andere ID. Gefälschte Papiere oder so. Und dann kommen wir hier weiter. Aber ich will euch jetzt doch zeigen, was passiert, wenn ich ihm die Papiere zeige, weil ganz genau weiß ich auch nicht mehr. Also welche Gegner kommen oder so. Oh, wat, verdammt. Scheiße. Okay, das passiert, wenn man die Papiere nicht zeigt, sondern versucht einzubrechen, dann wird man sofort angegriffen. Und genau das gleiche passiert auch, wenn man ihm also unseren eigenen Personalausweis zeigt, was eben nicht so gut ist. Na gut. Dann fahren wir mal wieder zurück zu den Hamalayi Mountains. Ich möchte auf den Hamalayi. Hamalayi, wie Twinsons sagt. So. Flieg, Twinson, flieg mit deinem Hovercraft, oder?
Was für ein Boot ist das? Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Boot ist. Das ist, glaube ich, kein Hovercraft. Das ist ein Schnellboot. Ich sage einfach Schnellboot dazu. Das dürfte in Ordnung sein. Ja, wir haben wieder das schöne, helle Wasser. Jetzt muss ich mal gucken, wie genau ich zurückkomme. Ah, wir sind hier. Also, nee, gut, ihr habt jetzt wahrscheinlich keine Ahnung, wo wir sind, aber wir sind... Moment, ich will eben hier noch... Na gut, ich möchte nicht ins Wasser fallen. So, wir sind kurz vor dem Aus- oder hinter dem Ausgang zur Nordhalbkugel, nämlich hier. Das ist der Gang, aus dem wir gekommen sind, von der Heiligen Karotte aus. Ja, hier sind wir wieder. Okay, dann gucken wir mal. Ah ja, mir ist aufgefallen, irgendwie bei den letzten Aufnahmen, die ich gemacht hatte, immer wenn ich das Gebiet gewechselt hatte, hat es auf dem Video kurz geruckelt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, weil es hat ja am Anfang auch nicht geruckelt. Das ist ja erst irgendwann aufgetreten. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Hallo, dich haben wir doch befreit. Kleeblatt. Drei Kleeblätter. Danke, die konnte ich gut gebrauchen. Cool. Also, falls ich Kleeblätter brauche, ich weiß nicht, ob der später noch hier ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir auf die Kugel noch ein paar Mal treffen. Jetzt gucken wir uns mal die Macht des Feuerballs an. Ein Treffer und schon ist der Soldat Geschichte. Ja, so mächtig ist der Feuerball. So, ich möchte hier runter. Aber irgendwie geht das nicht, weil ich festhänge. So, jetzt. Und... Hüp. Ja, ja, bla, bla. Ist mir egal. Denn hier kann ich nicht dahin. Hä? Ach, da oben. Da, wo der... Hier, seht ihr das? Hier ist das irgendwie so rifflig, als ob da Wasser wäre, ne? Genau wie hier, wo wirklich Wasser ist. Aber da ganz oben, da ist der Übergang glatt. Und da kann ich durch. Juhu. Toll, ne? Und wir kommen jetzt wieder am Schlachtfeld raus. Genau, hier war das Landungsboot. Und irgendwie sind da immer noch Gegner, die Rebellen. Da war eine Mine, die Rebellen haben sich verzogen. Ja, anscheinend konnten sie den Pass nicht halten oder so. Ich weiß es nicht. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich möchte nämlich zu meinem Katamaran. Ich weiß zwar nicht genau, wo der Katamaran ist, aber ich vermute, dass er hier hinten ist. Denn hier fallen wir einmal schön ins Wasser. Ja, macht das Spaß. Das habe ich nicht rechtzeitig gesehen, leider. Na, egal, wir haben gerade Kleeblätter bekommen. Und es steht momentan kein größerer Kampf an, bei dem ich alle Kleeblätter brauchen könnte. Deswegen macht mir das jetzt nicht so viel aus. Genau, hier ist der Hasi, der uns erzählt hat, dass wir die Piratenflagge brauchten. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Ach, das habe ich doch gerne gemacht. Ich meine, ihr habt mir ja auch geholfen, da reinzukommen und auf die Nordhalbkugel zu gelangen. Ja, ja. Also haben wir beide davon profitiert. So. Na, von hier vorne kann ich den nicht ansprechen, dann mal halt von hier. Ja, genau, vor allem ich spreche den Katamaran an. Das ist ziemlich cool, dass hier die ganzen Fahrzeuge mit mir sprechen können, ne? Naja. Wir fahren zur Wüste des leeren Blattes. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, der Katamaran braucht ein bisschen länger als das Schnellboot, leider, leider. Ja, da sieht man schon, das Schnellboot, das wäre jetzt schon auf dem Gebietsübergang. Aber wir machen es jetzt diesmal gemütlich. Dumm, die dumm, die dumm, du dumm, fahr doch mal schneller. Wind, puste doch mal, damit das Boot schneller fährt. Oh. Vor allem, was für ein Wind das sein muss. Der Wimpel mit der Piratenflagge hängt nach hinten. Also der fällt nicht irgendwie runter oder so. Das heißt, der Wind muss ziemlich kacke pusten. Fahr doch schneller, los. Los. Ich meine, wenn ich wenigstens selbst steuern müsste, dann wäre es ja noch was anderes, dann hätte ich was zu tun. Aber weil das eben nicht so ist, dass ich irgendwas machen kann, sondern weil das nur so eine blöde Sequenz ist, ist das doch recht langweilig, weil auch nichts passiert und wir das schon zigmal gesehen haben. So, ich brauche mein Protopack, denn ich möchte hier rüber. Dumm, 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 dumm. Ey, was? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ey. Oh, ja, toll. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wenn ich getroffen werde, falle ich runter oder trinke. Toll. Was für ein Spaß. Na gut, dann mache ich das nochmal und fliege diesmal ein bisschen weiter hier rüber, weil ich nicht getroffen werden muss. Will. Und da ist ein
Panzer, was überhaupt nicht gut ist. Und du da oben, du blöder Mistkerl, du hast uns beschossen. Ah, das ist also einer mehr jetzt. Okay, ich guck mal, ob ich den Panzer besiegen kann. Wenn nicht, dann muss ich an ihm vorbeilaufen. Ja, ich kann ihm Schaden zufügen. Bitte töten. Nein, doch. Ah, okay, 4 Treffer noch mit dem Feuerball. Ist ein bisschen. Ach, da ist jetzt gar keiner mehr. Ich dachte, da wäre noch der Maschinen. Der Posten mit dem Maschinengewehr. Hey, warum hält er mehr aus? Hey, die sind hier ein bisschen stärker als auf der Nordhalbkugel. Was soll denn das? Ist die Wüste so viel wichtiger als der Pass? Ah, ich weiß ja nicht. Also, seltsame Prioritäten hat der gute Dr. Van Frock. Aber das soll uns nicht kümmern. Hier ist der alte Mann mit seiner Gitarre. Cool, was für eine geile Gitarre das sein muss. Aber ja, ihr erinnert euch vielleicht daran, sein Traum war es, in der Wüste Blumen wachsen zu lassen. Deswegen geben wir ihm mal die Flöte. Wo ist sie denn da? Die magische Flöte. Denn, wie hier steht, die verzaubernden Melodien dieses Instruments kann das klare Wasser auftauen, wenn es gefroren ist, sowie Blumen in der Wüste wachsen lassen. Und deswegen möchte er die Flöte haben. Und jetzt sehen wir uns erstmal eine kleine Zwischensequenz an. Ja, er bekommt die Flöte. Er spielt sie. Man sieht es schon. Der Baum wächst und es kommen Blätter und Blüten. Er kann seinen Traum damit erfüllen. Blumen wachsen in der Wüste. Hehe. Ein schönes Spiel. Aus dem All, wie sich das anhört. Hä? Okay. So, Gitarre aus dem All, mitten in einem Asteroiden gefunden, der in der Wüste des leeren Blattes einschlug. Sie hat neue Harmonien auf Twins angebracht. Kann ich sie spielen? Nein, schade. Und seht euch das mal an, die Kakteen blühen, die ganzen Büsche blühen, die Bäume. Sieht schon viel besser aus als vorher. Ja, bla bla. Ich dachte, du kommentierst jetzt irgendwie, dass du hier mehr zu fressen hast oder so, weil alles blüht, aber na gut, wenn dich der Gnom immer noch bekümmert, dann lassen wir dich mal in Ruhe. Und kehren zurück zur Nordhalbkugel. Ja, wir sind nur deswegen hier runtergekommen. Juhu. Tolle Reise. Hat überhaupt nichts gebracht. Also, es hat schon was gebracht, aber es war irgendwie voll langweilig oder so. Der Panzer sieht uns. Und der Panzer kann nicht durch Bäume durchfahren. Haha. Ah, gut, ich habe keine Lust, ihn jetzt zu bekämpfen. Deswegen fliege ich mal hier ganz munter runter. Ah! Jetzt feuert das Ding auf mich. Ich will nicht sterben. Okay, es hat nicht so eine hohe Reichweite. Ah, wenigstens auf dem Rückflug sterben wir nicht. Hey, geh da hoch. So. Ich überlege gerade, ob ich nicht nochmal zu Twinsons Haus fahren soll, um mir da noch Kleeblätter zu holen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Ich möchte auf die Zitadelleninsel. Denn ich halte ja auch direkt neben dem Haus und da muss ich nur eben die Höhle reinrennen. Weil ich fühle mich einfach wohler, wenn ich mehr Kleeblätter zur Verfügung habe, als wenn ich hier nur mit 2 Kleeblättern rumlaufe. Ich meine, wozu habe ich schon so viele Kästen? Ne? Ja, sind da. Und ich springe mal direkt hier am Rand rüber. Hoffentlich ohne Schaden zu nehmen. Ja, cool. Ich habe sogar volle Lebensenergie. Das heißt, wo habe ich überhaupt volle Lebensenergie? Ach so, ich bin gestorben. Ja. Genau, da war ja was. So, springen rüber. Möglichst ohne ins Wasser zu fallen. Und hinein in die geheime Höhle. Auf in die Bat Cave. Oder so ähnlich. Ja, in die Twinsen Cave. Ja, es ist die Twinsen Cave. So. Goldener Schlüssel von Hijisippe benutzt und voll gegen das Ding gelaufen. Na gut, da benutze ich jetzt nochmal eben Kleeblatt. Das hat dann nämlich den Vorteil, dass ich auch meine Magie voll auffülle. Achso, das ist die Boni-Liste. Ich dachte gerade, das wäre ein Item aus LBA2, weil das so aussah wie eine Pyramide, aber es war Gott sei Dank nur der Brief. Okay, Springtwinsen. Die 5 Kleeblätter, alles wieder voll, wunderbar. Jetzt darf ich bloß keinen Schaden beim Rausgehen nehmen, hoffentlich. So.
Und das war auch schon alles, was ich hier wollte, habe ich auch gesagt. Und das ging ja glücklicherweise auch schnell. Ich musste nicht erst noch, aua, irgendwo in die Stadt laufen. Toll, woher soll ich wissen, dass es da noch hochgeht? Das sah nicht so aus. Aua. Ich möchte auf den Hamalai, bitte. Aber bitte hier pronto, ne? Also, na schneller. Verstehst du nicht pronto? Ich sagte schneller. Es wäre so schön, wenn ich Beamzellen benutzen könnte. Dann könnte ich mich einmal so auf die Nordhalbkugel beamen, direkt ins Beamzentrum rein, es zerstören. Und dann könnte ich mich nicht mehr beamen. Egal. Ja, dann sollte ich mich erst woanders hin beamen. Auf jeden Fall fahren wir wieder hier hoch und jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt muss ich aber mal ein bisschen gucken, wie genau ich wieder auf die Nordhalbkugel komme. Ob ich jetzt wieder durch die ganze Festung durch muss oder ob ich einfach nur da zu der Klonenfabrik kann, zu der Mutantenfabrik, genau so hieß sie. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich gehe erstmal zur Mutantenfabrik oder zumindest zur Metro, die dahin führt. Ah, da kann ich. Ah, bei der Metro kann ich auch durch das Loch. Es ist nur die Frage, ob ich da reinkomme, weil da war ja der Zaun. Oh, Moment, das Pilz, ein eingefrorener Pilz. Seht ihr ihn? Ja, hier. Plöpp, Geld, toll. Ausgerechnet, das brauche ich nicht. Na gut. Ich muss echt mal gucken, ob ich da reinkomme, weil ich weiß, dass ich am Anfang, wenn ich das erste Mal auf dem Hamalai bin, nicht da reinkomme. Haha, nicht getroffen. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich da reinkomme jetzt später, entweder weil ein Klon davor ist, der mir einen Schlüssel gibt, oder weil die Tür einfach so aufgeht. Ah, da ist ein Klon. So, ihr hattet ja sowieso nur einen Schuss aus. Was? Du hättest auch zwei aus? Hä? Aber dein Kollege hat nur einen ausgehalten. Was soll denn das? Ich bin ein wenig verwirrt. Ist der Ball gerade schwächer geworden? Verträgt er keine Wüstenluft oder so? Und hat jetzt noch Wüstenfieber? Aber. Wenn du mir noch ein Kleeblatt gibst, dann bereite ich mich schon mal darauf vor, schnell eins zu benutzen, um mich wieder zu heilen. Du netter Kobold, du. Ich hoffe, ich kann noch mehr von euch befreien. Weil, na, mehr werde ich aber nicht mehr befreien. Es gibt ja vier Kobolde angeblich. Das hat er mir gesagt. Hier irgendwie blaue Karte des Kobold, bla bla. Ich weiß nicht, ob das da drauf steht. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass ich der vierte im Club der Kobolde bin. Wir sehen aber im gesamten Spiel nur. Danke. Im gesamten Spiel nur zwei Kobolde. Ihn hier und, ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt. Irgendwas mit Ray, irgendwas. Und Joey halt, der in dem blöden Pseudo-Labyrinth gefangen war, wo ich ihn dann gehauen habe und das Ganze nochmal machen durfte, weil er angepisst war, dass ich ihn gehauen habe. Naja, wenigstens war das für ein paar Lacher gut. Und ja, mehr auch nicht. Na, immerhin können wir jetzt hier auch relativ schnell auf die Nordhalbkugel reisen und müssen nicht erst durch zig Gebiete wieder laufen. Möglichst nicht ins Wasser laufen, das wäre auch schlecht. Und unser Schiff wartet ja direkt auch hier. Ich möchte auf die Insel Tippet, war das, glaube ich. Ja, das war die Insel Tippet. Die Brundle war mit dem Beamzentrum. Kann man sich auch gut merken. Brundle fängt mit B an und Beamzentrum fängt auch mit B an. Jo, hier. Man merkt direkt einen Unterschied, wie schnell das mit dem Schnellboot geht, obwohl er erst so einen komischen Umweg um eine Eisscholle gefahren ist. Naja, egal. Fahren wir mal hier hin. Fahr schneller. Ich möchte den Dinofly haben. Ja, und ihr erinnert vielleicht euch vielleicht noch ganz am Anfang, als das Little Big Adventure Logo gezeigt wurde. In der allerersten Folge hat man den Dinofly gesehen, gerendert. Das sah eigentlich ganz gut aus. Im Spiel sieht er leider nicht so gut aus, aber das werdet ihr gleich noch sehen. Sieht er so ein bisschen aus wie der Drummer aus der Zwei-Mann-Band, der wir jetzt die Gitarre bringen. Also besteht er aus ein paar Kreisen, was jetzt nicht so spektakulär ist. Da war ich auch ein wenig. Mir fällt das richtige Wort nicht ein. Vielleicht verblüfft? Ja, verblüfft passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Ihr schon wieder. Verpisst euch. Geh weg. Geh weg. Ich bin auch aggressiv, da kann ich schneller. Also, du schlägst mich nicht. Gut, du bist weg. Und du. So. Haha. Diesmal ohne mich treffen zu lassen. Was habt ihr jetzt davon, dass ihr hier irgendwelchen Fremden auflauert, die einfach nur ins Twinstern-Café wollen? Na gut. Ja, ganz toll, der Drummer. Vor allem gleich in Aktion. Das sieht ja noch besser aus.
Begeben wir ihm erstmal die Gitarre. Wenn er sich denn umgedreht hat. Ja. Uns fehlt die Hälfte des Materials und 8 Hits, um ein Album herauszubringen. Ja, blablabla, hast du uns gerade eben schon gesagt. Dann geben wir dir mal die Gitarre. Bitteschön. Ich glaube, ich träume. Schaut her, er hat die Gitarre aus dem All wiedergefunden. Ach, hast du die schon mal vorher gehabt? Yeah, jetzt geht's hier ab. Vor allem der Drummer, seht ihn euch an, wie er abgeht. Und das Schlagzeug bearbeitet, yeah. Funky Town. Dum, dum, dum. Den Song habe ich ursprünglich mal im Soundtrack gehört, bevor ich das Spiel gespielt hatte. Und irgendwie habe ich mich echt gewundert, wo der irgendwie stattfindet, weil der Song heißt Funky Town. Und wie geil er da mit seiner Gitarre abgeht. Und er ist so komplett anders vom anderen Soundtrack. Da habe ich mich echt gewundert, so, wow, was ist das? Ja, und jetzt sieht man hier auch toll, wie die Menge abgeht. Das ist nämlich, ich kann die auch nicht ansprechen, das sind einfach nur Objekte im Hintergrund, das sind keine richtigen NPCs. Hat man halt nicht genug Speicher für gehabt, aber ja, einfach so beholfen. Jetzt kann ich mal mit dem hier in der Bar reden. Na, egal. Reden wir mal mit dem Dicko hier, mit seiner Tolle und der pinken Brille. Warum hat er eine pinke Brille? Na egal. Hallo, geh da rein, Twinsen. Rede mit ihm. Riesenkrabben, ich hasse die Viecher, die haben mich so viel Leben gekostet. Und er hat einen Geheimgang für uns geöffnet, hinter der Bar. Wuhu, hinab geht's in die Tiefe. Ich will nicht zu den Krabben. Wobei, ich glaube, hier waren die nicht so schlimm, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das werden wir gleich sehen. Hier müssen wir sie sogar nutzen. Oder können sie nutzen. Ja. Die Dino-Fleischstraße, ja. Ich frag mich zwar... was ist das? Ein Schleim. Ein Riesenpudding. Ah, er bewegt sich. Der Riesenpudding greift uns an. Ah, Hilfe. Okay, Moment. Ich will den... Geh da hoch, Twinsen, los. Nein. Den muss ich aus der Ferne bekämpfen. Ein Riesenpudding. So. Direkt meinen aggressiven Modus. Den kann ich öfters werfen. Und niedriger werfen. So. Du. Ich bin nicht getroffen. Dann greifen wir den Nahkampf an. Okay, das war einfacher als gedacht. Der sah irgendwie nur gruselig aus. Na gut. Gucken wir mal. Wir haben gerade eben auch schon die Riesenkrabbe gesehen. Da ist sie. Ich kann auf die Riesenkrabbe draufspringen. Ah, da hinten hätte die. Okay, das ist praktisch. Dann stelle ich mich hier hinten hin und warte, bis die Riesenkrabbe wieder kommt. Dumm, die dumm, die dumm. Und dann kann ich nämlich auf die Krabbe draufspringen und sie trägt mich hinüber. Ob jetzt gewollt oder ungewollt, ist jetzt die Sache. Ich könnte auch mit dem Jetpack rüberfliegen, dann würde die mich aber angreifen und ich würde ins Wasser fallen und sterben. Und das möchte ich dann doch vermeiden. Hehe, weil sterben ist nicht schön. Dumm, die dumm, die dumm. Ah, da ist sie wieder. Wunderbar. Ich frage mich vor allem, ich gehe im Wasser unter, ne? Aber sie kann hier einfach so drauf laufen. Ich meine, geht die nicht unter? Das ist mein Wasser. Also, oder... Ist das kein Wasser? Moment mal. Ich will es nicht ausprobieren. Ah, verdammt. Nein! Ich hätte springen sollen. Es ist Wasser. Ach, da, und seht ihr? Sie greift mich noch an, obwohl ich am Untergehen bin hier. Boah, was für ein Mistvieh. Aber, eine sehr interessante Physik, dass sie auf dem Wasser gehen kann. Naja. Du bist schon wieder da. Komm. Diesmal muss ich dich doch treffen. Komm schon. Lass dich treffen. Sei ein guter Pudding. Ich frage mich, welcher Geschmack das ist. Waldmeister? Das sieht so aus wie so ein Wackelpudding. Plop. 1, 2. Na gut. Jetzt ist aber immerhin gut, dass ich noch die ganzen Kleeblätter geholt habe. Wobei ich ja von dem Kobold dann auch noch welche bekommen hätte. Aber das hätte ich ja nicht wissen können. Es hätte ja sein können, dass er mir die nur einmal gibt und dann wieder weg ist und irgendwo anders auftaucht. So. Okay, ganz vorsichtig. Und sobald er hier an der Treppe ist, springt Twinsen! Nein! Nein, was? Ich war doch auf der Treppe schon drauf! Was soll denn das? Ach, wisst ihr was, Leute? Ich mach's jetzt mit dem Jetpack. Sobald er da reingeht in,
hier in den Kanal, wo ich drauf springen kann, versuche ich rüber zu fliegen. Ich hoffe, dass ich schnell genug bin, weil ich habe keine Lust, mich jetzt irgendwie mit der Krabbe die ganze Zeit rumzuschlagen, mit dem blöden Mistvieh. Ich könnte auch versuchen, sie zu besiegen, aber ich glaube, das kriege ich nicht ganz so hin. Wo ist sie denn da? Geh da rein, geh da rein. So. Fliegt Vincent? Nein, sie greift mich an. Nein, sie verfolgt mich. Sie verfolgt mich. Das werde ich niemals überleben. Wow. 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 Ich bin zu schnell für dich, Krabbe. Okay, das war irgendwie jetzt zu einfach. Naja, egal. Naja, ein Versorgungsdienst von Funky Town, Dinofly-Straße oder Dinofly. Dinofly klingt besser als Dinofly. Aber ja, das ist, er sieht aus wie ein Drache, der Dinofly. Aber dem Namen her ist er ja ein Dinosaurier. Und ich frage mich, wie lange er schon lebt. Und ob es andere davon gibt. Ich war, ach, du schon wieder. Ich habe erst gedacht, was ist das? Aber die waren ja harmlos. Die machen coole Geräusche. Hey. Wie viel die aushalten. Ich frage mich gerade echt, ob mein Feuerball wieder schwächer geworden ist. Hm, was ist denn da? Kann ich da rein? Nein, da scheinen nur die Monster rauszukommen. Na gut. Dann lasse ich die Monster mal in Ruhe und klettere hier weiter die Leiter hoch. Vor allem, was für eine seltsame Kanalisation das ist mit Trümmern und allem. Ich glaube, hier wurde sehr lange nichts mehr gemacht. Sehr, sehr lange. Darf ich in das Loch fallen? Ich probiere es mal aus. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ich glaube, ich musste wirklich in das Loch fallen. Ich musste in die Monsterhöhle. Ob es mir gefällt oder nicht. Cool. Ja, so bin ich halt. Ich mache intuitiv das Richtige. Und damit den Schlüssel benutzt. Okay. Naja. Und einen Haufen an Steinen. Kann ich da hoch? Aua. Also, ich meine, kann ich da wirklich hoch? Ja, ich kann da hoch. Cool. Erklimmen wir den Trümmerhaufen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Geh da hoch, Twinsen. Spring! Du musst zur Leiter. Du musst die Leiter hochklettern und ich komme nicht an die Leiter ran, weil ich irgendwie zu weit weg bin. Jetzt müsste ich an die Leiter rankommen. Ja! Wunderbar. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht mehr weit ist. Ich habe keine Lust mehr auf die blöden hohlen Schlangen. Ja, war klar. Ja, genau. Ja, genau, schubst mich auch noch runter, ihr blöden Mistviecher. Kann ich euch mit dem Ball eventuell von hier unten erreichen? Nein. Bisschen weiter zurück. Nein. Wenn ich ein bisschen weiter hochspringe, vielleicht kann ich von da aus mit dem Ball im vorsichtigen Modus da hochschießen. Dann kann ich euch von hier unten ausschalten, ihr Mistviecher. Na, komm. Komm schon. Na, oh. Na gut. Dann versuche ich es nochmal im Nahkampf. Oder ich versuche einfach an ihnen vorbeizulaufen. Vielleicht funktioniert das ja, oder? Moment. Hier müsste ich sie eigentlich mit dem Ball treffen können. Eigentlich. Vielleicht auch nicht. Jetzt muss ich mich in Position bringen. Und ich muss sie echt genau treffen. Die Hitboxen sind ziemlich blöd. Jetzt. So. Toll. Wird einmal gewendet. Wie so eine Bratwurst. Hüpp. Und. Jawohl. So, jetzt muss ich noch eine treffen. Mal gucken, ob ich sie direkt beim ersten Mal treffe. Nein, nicht so. Ja, wunderbar. Ihr seid Geschichte, ihr blöden Schlangen. Ihr könnt mich nicht mehr verletzen. Mann. Schlangen, die. Da sind. Oh nein, da kommen noch mehr. Rennen, Twinsen, rennen. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ihr seid blöd. Ihr seid zu schlangig. Kletter hier hoch, los. Ah, endlich draußen. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir sind, auf irgendeinem Eiland oder so. Aber wir sind draußen und das ist schon gut. Und die Sonne scheint und alles ist toll und tolle Musik spielt. Und da ist ja Dinofly. Hey, er sieht doch besser aus, als ich in Erinnerung hatte. Cool. Hallo, Dinofly. Und ich kann ja mit Tieren reden, weil ich das Buch habe. Deswegen. Hä? Moment. Ah, ich muss es benutzen. Nein, doch nicht. Hä? Dinofly? Ich möchte mit dir reden. Guten Tag. Ah, hier geht's. Guten Tag. Sieh mal an. Du kannst mit mir sprechen und sprechen Sender zu Medaillen. Du musst der Erbe sein.
Ich warte schon seit Jahrhunderten auf. Boah. Mein Rücken schmerzt. Also lass uns langsam gehen. Der Hammerlei ist zu hoch für mich. Aber ich kann dich überall auf dieser Halbkugel hinführen. Außer zur Polarinsel. Handkopf bewacht mich viel zu sehr. Wo möchtest du hin? Ja, das hat man jetzt wahrscheinlich wieder nicht verstanden, weil die Musik zu laut ist. Aber naja, man kann es ja lesen. So, der Dinofly, er wartet echt schon Jahrhunderte auf uns. Sehr cool. Also der Dinofly ist echt ein cooler Typ. Also naja, in dem Spiel hier ist er irgendwie, naja, ganz nützlich. Aber im zweiten Spiel ist er viel besser. Wo möchten wir hin? Auf die Insel Brundle kamen wir nicht weiter. Auf die Festungsinsel geht ja nicht. Ach doch, doch, da können wir jetzt hin. Genau, da kommen wir jetzt hin, weil wir da nicht mit dem Boot hin konnten. Deswegen sagen wir mal, ja, flieg Dinofly, flieg! Yay. Ah, nur sein Schwanz besteht aus Kreisen. Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung, aber gut. Er sieht doch wesentlich besser aus, als ich es dachte. Zwar nicht so gut wie in der Rendersequenz am Anfang, aber immerhin. Und wir können fliegen, ja. Ach, ich mag den Dinofly. Er ist so cool. Und ich meine, welcher Held hat schon einen fliegenden Dino als Partner, mit dem er überall hinfliegen kann, ja. Ich war cool, ist an meinem Kreis geflogen. Das war zwar voll sinnlos, aber naja, wenn er die ganze Zeit hier saß, dann muss er sich erstmal warm fliegen. Dann wollen wir das mal verzeihen. Soll das Wolken sein? Das Graue da? Hm. Interessant. Yay, wir fliegen. Aber Twins ist jetzt nur noch ein Pylon mit einem Kopf drauf, mit einer Kugel drauf auf dem Dinofly. Auch gut. Naja. Hier ist die Festungsinsel. Uhu, wir sehen zwar noch nichts davon, aber sie ist hier, glaubt mir. Dum, 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 dum. Ja, kratz dich erstmal. Dankeschön fürs Herbringen, Dinofly. Ruh dich erstmal aus, wir werden gleich wieder mit dir zurückfliegen. Blub. Hey, das ist ein Ofen. Seht ihr das? Hier ist so ein Mini-Ofen, wie die Hasis benutzen. Das ist ein Haus. Das wäre aber ein ziemlich kleines Haus. Das sind noch mehr. Ich glaube, das sind Häuser. Guten Tag. Na gut. Ich kenne das Symbol auf einem Medaillon. Wir Ghoul und Zauberer haben uns eine Ankunft angekündigt. Und wir haben oft den Rodenstein gebetet, der das gleiche Symbol trägt. Einer hat Dr. Bancroft ihn entdeckt und eine Festung an dessen Stelle errichtet. Galt der Stein doch als unzerstörbar. Ich werde für dich einen Tunnel graben, um ins Gebäude einzudringen. Aber du musst das Beep-Zentrum sabotieren, die vom Wind in Linien zerdrücken. Ich werde nur dann graben können, wenn alle Beam-Zentren ausgeschaltet sind. Ja, genau. Das heißt, er will jetzt, dass wir das Beam-Zentrum zerstören. Toll. Aber dafür kommen wir in die Festung rein von Dr. Funfork. Und da ist ja der letzte Runenstein, den wir zerstören müssen, weil die Legende es so will. Die Prophezeiung. Des Beamenzentrums. Hat er das gerade echt gesagt? Naja, egal. Ich weiß nicht, wo sie sind. Frag mich, dass sie dort am Steuer sind. Übrigens, lässt sich dieses Tier essen? Nein, das lässt sich nicht essen. Rühr meinen Dinofly nicht an. Werde ich echt sauer, wenn du den anrührst hier. Also pass auf, was du tust. Gucken wir mal, ein Klo. Hallo, niemand drin. Na gut. Da sieht man schon die Festungsmauer. Und ich sage euch jetzt schon, wir kommen da nicht rein. Deswegen, ja, da ist nur ein Klon davor. Den möchte ich jetzt aber besiegen. Ein Roboter. Doch, der wehrt sich. Aber der hat nicht genug, keine Reichweite, die hoch genug ist. Der kommt. Ja, lasst mich in Ruhe. Wo kamen die jetzt her? Also ich könnte da jetzt angreifen und so, aber es kommen dann durch die Beamzellen immer mehr Gegner und das wäre einfach nicht sinnvoll, da jetzt reinzugehen. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich das schaffen würde. Ich habe es noch nie ausprobiert. Deswegen gehen wir mal zurück und gucken uns um. Und wir wollen ja die Pläne fürs Beamzentrum haben. Und ihr erinnert vielleicht... Ihr erinnert euch vielleicht daran. Ich weiß nicht, wo sie sind. Oh, schade. Wo möchtest du hin? Erinnert euch vielleicht daran, dass auf der Insel Tippet dieser eine Klon ohne seinen Helm da war, der uns Informationen verkaufen wollte, falls wir den Informationen brauchten, ne? Und jetzt können wir Informationen gebrauchen, deswegen fliegen wir mal auf die Insel Tippet und sprechen mit dem Klon. Vielleicht hat er was Interessantes für uns. Abwarten.
Es wäre so cool, wenn ich mit dem Dinofly auf die Südhalbkugel fliegen könnte. Aber das geht jetzt leider noch nicht. Da muss ich später nochmal hin. Und dann müsste ich nicht die ganze Prozedur mit durch den Himalaya laufen und dann wieder mit Katamaran fahren über mich ergehen lassen, weil es mit dem Dinofly einfach bequemer wäre. Und der landet nicht echt hier, oder? Oh nö. Ich habe keine Lust zurückzulaufen. Weißt du was, Dinofly? Ja, bla bla, weiß ja nicht. Flieg uns doch mal bitte auf den Himalaya. Dann kann ich da mit dem Boot zur Tippet-Insel fahren, was viel bequemer ist, als hier jetzt durch den Tunnel zu laufen. Ich meine, mit dem Dinofly zu fliegen verbraucht ja auch keinen Treibstoff. Von daher ist das in Ordnung. Ah, und diesmal fliegt er sogar direkt los. Auch gut. Und da seht ihr es wieder, diese komischen grauen Sachen. Das müssen Wolken sein, vermute ich mal. Musik spielt immer noch. Sehr cool. Und hier sind wir wieder auf dem Himalaya. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo er uns genau hinbringt. Ah, das sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Oder? Ja, solange er uns nicht auf so eine Eisscholle absetzt. So, wo genau sind wir jetzt? Sind wir beim Eingang zur Heiligen Karotte? Ja, sind wir. Gut. Dankeschön, Dinofly. Du hast es gut bei mir. Ich werde dich später garantiert mal heilen, wenn du verletzt bist. Und wo willst du hin? Ich möchte auf die Insel Tippet. Auf die Insel Tippet. Also, das war jetzt ein kleiner Insider. Werdet ihr später noch sehen. Also, derjenige, der oder diejenigen, die nicht wissen, was genau ich gerade meinte mit dem Heilen, die werden das später noch sehen. Definitiv. Auf meinem Channel, ja, genau. Ja, bla bla. Ja. Ich habe gerade den Faden irgendwie verloren. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe mich selbst schon wieder abgelenkt. Toll, wenn man sowas kann. Naja, egal. Klettern wir mal hier hoch. So. Ich will echt wissen, wie es hier oben drauf aussieht. Das kann auch nicht nur dieses kleine Eiland sein, wo der Dinofly gewartet hat. Ich suche die Pläne des BIM-Zentrums. Och, klar, kaufe ich. Das ist zu teuer, du Gauner. Nein, kaufe ich. Ja, ich habe den Feuerball, das müsste möglich sein. Okay, danke für die Info. Das heißt, die Pläne sind. Die Pläne sind, die Pläne sind, die Pläne sind. Da, doch, da. Hier. Nein, das ist Beamzentrum, hä? Hier sind die. Im Hauptquartier des Dr. Van Frock. Aber. Ah nein, kein Aber. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Denn. Ja, ich habe jetzt lang genug gespielt. Und dann werde ich das jetzt rendern und hochladen. Und ich habe gelesen, dass, also YouTube hat ein paar neue Features eingeführt. Und da stand auch, dass für alle registrierten Nutzer jetzt das Upload-Limit von 15 Minuten aufgehoben wurde. Denn ich habe das Problem, dass ich noch immer nicht über 15 Minuten hochladen kann. Und ich werde einfach mal probieren, ob das jetzt funktioniert. Also vielleicht funktioniert es ja, das wäre richtig genial. Dann müsste ich das Video nicht mehr schneiden und könnte längere Videos hochladen, was dann vielleicht für euch auch ganz angenehm ist. Und wenn doch, dann seht ihr das jetzt hier geschnitten und in mehreren Teilen. Naja, was soll's. Ich werde euch nicht mehr mit meinem Gerede langweilen, jetzt, also mit sinnlosem Gerede über YouTube, sondern ich sag mal, ich mach mal Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.